Die Sammlung Werner Konings wird jetzt das erste Mal im Aargauer Kunsthaus breit präsentiert. Wir haben 2016 127 Werke als Dauerleihgabe gekriegt, so wie andere Institutionen ebenfalls Dauerleihgaben bekommen haben. In den letzten Jahren haben wir immer wieder einzelne Werke gezeigt, vielleicht auch mal sogar einen ganzen Raum gemacht. Und jetzt wollten wir den Kontext dieser 127 Werke aufzeigen. Und so kam diese Ausstellung zustande. Werner Konings hatte fast 15.000 Werke, die er in seinen ungefähr 40 Jahren gesammelt hat. Wir haben das runtergerechnet, in seinen 44 Jahren Tätigkeit waren das ungefähr ein Werk pro Tag, also eine sehr reichhaltige Sammlung. Davon ist rund die Hälfte Schweizer Kunst, und zwar von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte 20. Jahrhundert. Es ist ausschließlich figurative Malerei. Werner Konings wurde 1911 in Zürich geboren, stammt aus einer Verlegerfamilie, hat sich aber eine Kunstausbildung gemacht, hat dann 1947 bereits sein erstes Werk angekauft, gab die Malerei dann später auf und war als Sammler tätig. Man sagt, dass er öffentlichkeitsscheu gewesen sei. Was man sicher sehr sieht, ist, dass es eine sehr sensible Persönlichkeit gewesen sein muss. In diesen ganzen 15.000 Werken, die er sammelte, gibt es auch, eben, wie ich vorher gesagt habe, große Konvolute, sei es Picasso, französische Druckgrafik. Aber dann hatte er auch Künstlerfreundschaften, die für ihn enorm wichtig waren. Das war einerseits René Auberjonois, der welsche Künstler, den er sehr bewunderte und auch gegen die 300 Werke besaß. Johann von Scharner war eine weitere Figur, die für ihn sehr wichtig war, wo es eben auch Briefkontakte gab, man tauschte sich aus, man tauschte sich über Kunst, Kunstwerke, über Malerei, über ganz viele Themen fanden da eben auch Gespräche statt.